Dr. Horstert Semrau, Sie sind im Kunstverein Duisburg und machen hier, wie ich gelesen habe, anhand des Titels Ihre vorletzte Ausstellung. Ja. Und die ist relativ groß, die ist sehr bunt und die hat sehr viele Facetten. Vielleicht erzählen Sie mal ein bisschen was dazu. Nun ja, es ist so bei mir. Ich gehe wachsam um mit der Umwelt, mit meiner Mitwelt auf Reisen, konzentriere ich mich auf ein Motiv, das mir den Impuls gibt, es in Umsetzung festzuhalten. Das ist das eine. Konzentration der Anschauung. Zum anderen eine konzentrierte, visualisierte Vorstellung. Das ist etwas ganz anderes. Dann habe ich einen Einfall und versuche zunächst ungefähr das Hauptmotiv zu erfassen. Das setzt manchmal Gedankenarbeit über längere Zeit hinaus. Und von diesem Motiv auf arbeite ich ohne Vorzeichnung sofort mit dem Farbstift Pastell die wichtigsten Strukturen. Nun spielt aber das Unbewusste eine Rolle, sodass sich die ursprüngliche Gestaltungsabsicht im Malprozess verändern kann. Und manchmal ist das so, dass man von sich selbst enttäuscht ist und manchmal sagt, das war es eigentlich. Ja? Ich habe gar nicht gedacht, dass das so würde. Wie sieht das prozentual aus? Wie oft ist man enttäuscht? Möchte sagen, wenn ich enttäuscht bin, bearbeite ich dasselbe Motiv in mehreren Fassungen. Okay. Und dann komme ich zu dem, was ich annähernd haben will. Jetzt ist mir aufgefallen, bei Ihren Bildern sind fast überall Stichworte versteckt. Ja, das hängt damit zusammen, dass bei mir eine Verbindung von Literatur und bildender Kunst ist. Ich war sowohl Kunstlehrer als auch Deutschlehrer und mit dem Schwerpunkt Literaturvermittlung. Ich habe aber schon seit meiner frühesten Jugend Lust gehabt, immer wieder mal Verse zu machen oder Gedanken festzuhalten. Das hat sich verloren in der Zeit, als ich ums nackte Überleben kämpfen musste. Das war nicht einfach, das war das schreckliche Jahr 45. Hatte meine erste richtige Ausstellung in einem Dinslagner Café. Ein Dinslagner Künstlername sagt ihm wohl was, Alfred Grimm, ne? Hat mich quasi entdeckt. Und dann bin ich nicht gleich dem Verein beigetreten, dem KKD, aber denn im Jahr darauf war eine jurierte große Kunstausstellung in der alten Mercatorhalle. Und dort hatte ich mit ausgestellt. Das Jahr darauf, das war 85, wurde ich Mitglied. Also eigentlich ein Mitglied, nicht der ersten, aber der ersten Stunde, Nummer 41. Mhm. Und inzwischen blicke ich zurück auf eine kontinuierliche Ausstellungstätigkeit, nicht nur hier im Umkreis, überregional, auch auf Kurzschaus im Ausland, 30 Jahre. Und wie ich gehört habe, sind mittlerweile weit über 1000 Werke von Ihnen entstanden. Das kann ich nicht, ich habe nicht mehr gezählt. Ja. Aber könnte hinkommen, ja, ungefähr. Meine Oberstube, wo ich arbeite in unserem schönen Haus, ist vollgestopft. Irgendwie muss ich mal sowas wie ein Auto da fehl machen, etliches verbrennen. Aber ich habe erfreulicherweise einen sehr guten Bekannten, der mein Kollege früher war und später wurde, als ich längst weg war,
Der hat sich angeboten, er wird die Einführung übermorgen geben. Okay. Beim Oberstudiendirektor AD Udo Bremer. Sachen von mir zu archivieren. Ja? Okay. Mit denn ich komme mit sowas schlecht zurecht. Ja? Ich sage immer, die Technik, die Hightech mag mich nicht. Okay. Jetzt schlagen wir nochmal den Bogen. Sie hatten gerade selber angedeutet, am 7. Juli wird hier, also am kommenden Sonntag um 11 Uhr, die Eröffnung der Ausstellung stattfinden. Ja. Und Sie sind darüber hinaus auch Ehrenmitglied im Kunstverein Duisburg. Seit April 6. Ja. Gleich als er gegründet wurde, ja. Okay. Und darüber hinaus, sag ich mal, scheinen Sie eine ganze Menge Eigenhumor, Selbsthumor, Selbstironie zu besitzen. Man sagt es mir nach, ich kann das selber nicht so sagen. Ja, aber wenn man den Titel dieser Ausstellung sieht, also dann denke ich, es wird mit Sicherheit, Vorletzte ist mit Sicherheit ist in diesem Fall sehr relativ zu sehen. Ja, oder? Sehr relativ, aber es war gar nicht so als Belustigung gemeint, sondern ich sage dir, man muss loslassen. Schauen Sie, in meinem ziemlich hohen Alter, ja, ist die Tagesform so verschieden und ich mag nicht quasi mit Ach und Krach etwas durchziehen. Eine Selbstzumutung und Zumutung für andere könnte es werden, ja. Ich bin also Sie wollen den richtigen Zeitpunkt finden, oder? Der Mann, der hätte doch etwas eher aufhören können. Warum musste er das auch noch? Man sieht es bei manchen, die hängen fest bis zuletzt. Ja? Ja. Und zu denen möchte ich nicht gehören. Aber ich denke, mit der Einstellung kann ja gar nichts schiefgehen, die Sie jetzt hier haben oder die Sie gerade geäußert haben. Vielleicht abschließend die Frage, wie lange wird die Ausstellung hier zu sehen sein? Bis zum 20., wie Herr Gorba mir mitgeteilt hat. Länger als gedacht, ja. Und die ist ja auch verlegt worden von der dritten Etage hier in die erste Etage. Und freundlicherweise so das schöne Wandraum ist für die Bilder. Okay. Ja. Dr. Semrau, vielen Dank. Ich danke Ihnen.